Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen DAX Daily Analyse. Und wir schauen uns heute mal die Börsen nach dem letzten US-Zinsentscheid an. Viel Vergnügen. So, der Blick auf den S&P 500, oh, man könnte fast schon sagen, freier Fall. Was ist denn da los? Was ist denn passiert auf dem US-Leitzinsentscheid, was die Anleger so schockt? Naja, an der Zinsschraube wurde nicht gedreht, das kann es nicht gewesen sein. Es wurde eventuell so vorsichtig angedeutet, dass es vielleicht in diesem Jahr doch nochmal einen Zinsschritt geben kann, aber ich meine, das ist auch nicht neu. Dieser mögliche eine letzte Zinsschritt, der geistert ja schon einige Zeit durch die Fed-Kommentare. Also das ist auch nicht das Überraschende. Es gab eine Änderung, oder es gab eigentlich zwei Änderungen. Zwei Änderungen. Das eine ist der Dotplot, also die Zinsprojektion für die Zukunft. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr nicht die erhofften vier Zinssenkungen bekommen, sondern nur zwei. Das heißt, die Zinsen werden sich im nächsten Jahr weniger und später entspannen als gedacht, aber das ist auch minimal. Also wir werden eine Zinssenkung um 1% nicht kriegen, sondern nur um 0,5%. Das heißt, das erhöhte Zinsniveau wird uns etwas länger erhalten bleiben als gedacht, aber hier geht es um ein paar Monate und ein paar Zehntel Prozentpunkte. Das ist jetzt auch keine große Sache. Und die andere Geschichte ist, die US-Notenbank hat ihre Wachstumsprognose fürs nächste Jahr erheblich nach oben revidiert. Das ist eigentlich eine gute Nachricht für den Markt. So, und jetzt nehmen wir das Ganze mal zusammen. Die Fed nimmt ihre Wachstumsprognose nach oben. Und gleichzeitig erhöht sie aber erstmal die Zinsen nicht, aber stellt dafür die Zinssenkungen zurück. Das ist eigentlich ein wunderbarer Kompromiss gewesen, muss ich sagen. Die Geldpolitik wird nicht weiter verschärft, sie bleibt auf dem Niveau, trotz höherer Wachstumsaussichten, die eigentlich auch wieder Inflationsdruck bringen. Also die Fed hat eigentlich einen wunderbaren Kompromiss gefunden, der vom Markt entweder noch nicht verstanden wurde oder es ist, was wir jetzt hier sehen, ist diese übliche Septemberpanik. Aber mit der Geldpolitik an sich hat es wahrscheinlich nicht allzu viel zu tun. Aber schauen wir uns nochmal die US-Zinsen an. Zinsmarkt ist auch erstmal durch die Decke gegangen. Es gab hier nochmal einen kleinen Hüpfer bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen. Da sind wir jetzt bei fast 4,5% Zinsen. Vorher waren wir bei 4,35. Ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber nach dem US-Zinsentscheid sind erstmal die Zinsen, die Marktzinsen wohlgemerkt, die Anleihenzinsen gestiegen. Wenn die Zinsen steigen, steigt auch die Währung. Hier haben wir den US-Dollar im Wochenchart. Der steigt ja nun schon seit Anfang Juli unaufhörlich, hat sich womöglich aus diesem Abwärtstrend seit dem Herbst 2022 nach oben befreit. Das wissen wir noch nicht. Dafür ist der Ausbruch noch zu undeutlich und es ist auch sehr selten, dass eine Devise einfach auf dem Absatz kehrt macht und dann plötzlich einen anderen Trend einschlägt. Normalerweise geht er erstmal eine Bodenbildung voraus, so dass ich davon ausgehen würde, dass es hier wahrscheinlich nochmal zum Test der Sommertiefs kommt beim Dollar. Dennoch, der Markt reagiert erstmal panisch, warum auch immer. Wir wissen es nicht. Ich nehme an, dass die Saisonalität hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also die Anleger erwarten im Herbst einen Crash, also machen sie auch einen Crash. Die Gründe sind dann im Zweifel egal, aber ich würde hier auch nicht von Crash reden. Ich meine, wir sind hier noch nicht mal im Bereich einer 10% Korrektur und das Ganze findet im intakten Aufwärtstrend statt. Also lassen wir mal die Kirche im Dorf und warten, wo sich die Kurse stabilisieren. Gründe für eine heftige Korrektur sehe ich nicht. Das ist das Fazit dieser Sendung. Ja. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich für heute. Wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Henrik Vogt.